Hallo Afobs, willkommen im Lommenstein-Studio. Ich bin der Micha. Und ich bin der Marco. Hi. Ja, Marco. Endlich mal wieder ein modulares Gebäude. Ein sehr schönes modulares Gebäude habe ich gebaut. Ja. Von der Firma Modeking. Also unser erstes Set der Marke. Wir haben intensiv recherchiert, ob es sich um ein Mock handelt. Wir haben es nirgendwo gefunden. Und wir glauben, dass es sich um eine Eigenkreation von Modeking handelt. Also, das ist es. Ein Antiquitätenladen. Vielleicht sogar ein kleines Museum. Ich habe erst ein oder zwei kleine Blicke hineingeworfen. Sieht schon den sehr Rest, gut aus. Den zeige ich dir gleich. Das da schauen wir uns noch ein bisschen an. Was zu sehen. Jawohl. Antiquitätenladen ist das, genau. Wir können uns ja mal die Anleitung ein bisschen genauer angucken, weil wir noch keine von Modeking in der Hand hatten, ne? Also das ist nicht nur ein Noppenstein-Set, das ist auch noch ein Roman dabei. Es ist, ja, ich mag das. Mhm. Weil du hast dann wirklich übersichtliche Geschichten. Dieses ganze Set ist in Tüten gepackt, in Zipbeutel. Mhm. 9 an der Zahl, also es gibt 9 große Bauabschnitte. Ne? Zipbeutel finde ich cool, die kann man dann hinterher noch tatsächlich für was anderes benutzen. Deswegen habe ich auch nur aufreißen, wegwerfen. Deswegen habe ich auch nur Beutel Nummer 9 mitgebracht und die ersten 8 habe ich mal schön zu Hause gelassen. Mhm. Hm? Ja. Also, und in diesen Beuteln sind dann 4, 5 kleinere. Ah, okay, das sind dann wahrscheinlich so zugeschweißte. Genau, die 4, 5 Tüten, die macht so geschweißt, wie man sie kennt, die macht man sich auf und dann baut man Bauabschnitt Nummer 9 zum Beispiel. Mhm. Ne? Aber die Beutel, das fand ich schon mal gut. Ich habe hier noch einen kleinen Stickerbogen dabei, die habe ich aufgebracht. Das sind die Uhren. Das sind drin noch zwei Schilderchen. Und ich habe ein paar Teile übrig gehabt. So. Das ist mal erst dieses. Mhm. Ach, das hier, das können wir auch gleich nochmal. War für mich neu. Ah, diese Ringe, irgendwas? Ringe im Gussrahmen, okay. Ja, die waren für mich neu. Also das, ich habe erstmal mein Teilen gesucht, wo was ist. Und dann habe ich gesehen, dass die im Gussrahmen in so einem Gussrahmen noch da rumhängen. Was ich auch noch sagen muss, in Bauabschnitt 1, in dem Tütchen Nummer 1, waren auch ein, zwei kleine Tüten, die habe ich erstmal irgendwie gar nicht gebraucht. Oder manchmal habe ich einen Teil weggenommen für den dritten Bauabschnitt, manchmal einen Teil für den fünften. Mhm. Also vielleicht haben sie da was nachgepackt, was für was anderes gebraucht wird. Alles also klar. Es ist nicht unbedingt so, du hast deinen Tisch Bauabschnitt 1, alles weg, ist nicht. Mhm. Es bleibt immer was übrig, das brauchst du aber später wieder. Gut, okay. Hält sich aber im Rahmen. Sollte man also wissen, falls man das Set irgendwie zu zweit aufbaut. Das geht aber auch nicht wirklich, weil wir ja ein Buch haben und man kann nicht sagen, du brauchst das Erdgeschoss, ich baue in der Zwischenzeit den ersten Stock. Dann aber das sind wenige Teile, die du einfach später brauchst oder in dem einen Bauschnitt übrig hast, legst halt zur auch Seite, nochmal die ne? Bauanleitung in die Kamera, so eine Seite, dass man sieht, ob da was ausgegraut ist oder wie sie das machen. Also bei... Ja, so. Okay, also nicht ausgegraut, das werden die neuen Teile umrahmen. Beste Seite hier eigentlich. Das heißt, Bauabschnitt 3, kriegst du angezeigt, dass du die Tüte 3 nimmst. Und dann hast du kleine Bauabschnitte, einzelne. Und wo du es hinsetzt, ist rot umrahmt. Umrahmt, okay. Ja? Also sehr gut. Wie ich es aus Dänemark auch kenne, bei deren modularen Gebäuden beispielsweise. Keine Ahnung. Ja, doch, okay. Rote Umrandungen, wunderbar. Die Farben klar zu erkennen auf den Anleitungen. Mhm. Also da gibt es auch nicht, manche ist ja ein bisschen schwierig, bei denen tadellos. Was sagst du zur Teilequalität? Ich habe ja auch Moldking auch noch nicht in Händen gehabt. Ich sehe hier, Gusspunkte sind winzig. Ich bin begeistert. Ja? Okay. Die Klemmkraft ist sehr gut. Ich habe nichts gehabt, was mir ständig irgendwie abgefallen ist. Und wenn ich mal was falsch gebaut habe, habe ich es auch wieder abgekriegt. Also ich fand es sehr gut. Sehr gut, alles klar. Ja. Sieht auch gut aus. Also ich würde die Steine gerne mehr bauen davon. Mhm, mhm. Ja. Das hat Spaß gemacht. Also Gusspunkte oben auf einer Plate oder so sind wirklich klein. Ja, du siehst auch die großen Panels hier. Ich weiß nicht, ob das der Bartosch einfangen kann. Hier sind so große Panels. Die sind, da ist nichts groß mit Kratze oder irgendwelche Schleifspuren oder sonst irgendwas. Ja, die Fliesen sehen auch in Ordnung aus. Ne? Okay. Kann man nicht mehr gern. Schauen wir uns das Set mal an. Also wir haben hier erstmal so ein Erker in dunkelgrün. Da sehe ich schon Uhren im Schaufenster. Ja, war auch sehr schön. Also das sind verschiedene Uhren. Das ist wie so eine Antiquitäten-Uhrenausstellung. Also ich habe vier verschiedene Uhren gebaut. Dann haben wir hier einen schönen Brunnen. Auch hier mit diesen Fliesen drumherum. Sieht toll aus. Mit einer Satellitenschüssel. Ja, das ist nur mit einem festgemacht. Aha, ja, schön hier.
Gefällt mir. Und hier oben auf dem Balkon ein Brunnen, das ist interessant. Ich frage mich, wo der Wassertank davon ist, aber ist schön, ja. Ja, das wird, das muss man alles wissen. Ich glaube, den Brunnen, den würde ich mir irgendwie auf so einen schönen Marktplatz stellen und würde das dann einfach als Balkon nutzen, wo man sich mal hinstellen kann. Aber das ist. Und so eine chemische hingestellt, meinst du? Ja, einfach nur, um ins Land zu schauen. Schöne Verzierungen hier. Oh, das sind tolle Teile hier. Das sind so, wenn man dann noch so ein, wenn man hier unten noch so einen runden Einsatz drauf macht, oder nee, so ein Technikverbinder, ja? Dann ist das so eine Malerrolle. Ja, genau, das sieht aus wie eine Malerrolle. Genau, aber hier wird's als Verzierung in, also wie die, in Gold benutzt. Die Bauweisen der Dekoration, finde ich, ist gut. Ist anders, als ich es jetzt gebaut habe. Und hier steht theoretisch was, aber lesen kann ich es jetzt nicht. Ich auch nicht. Einfach nur mit Fliesen. Ich auch nicht. Du hast hier Türen. Hm? Mhm. Türchen. Und hinter der Tür, das müssen wir nachher mal reingucken, wenn wir es auseinandergenommen haben. Das kannst du auch bewegen, das Teil da innen drin. Also das ist. Von wegen Teilequalität. Es klappert nichts. Also auch bei unseren Türen weiß ich ja, die Türen, die haben manchmal so einen Anschlagpunkt, wenn sie zu sind, aber wenn sie aufgehen, dann flattern sie, ja. weil sie halt kaum Grip im Rahmen haben. Nee. Das ist hier quasi für meine Verhältnisse perfekt, weil es lässt sich bewegen, aber es ist nicht, es klappert nicht, es ist nicht lose. Es gibt auch keine Geräusche und es lässt sich leicht reindrücken, ja. Hinten haben wir eine Wendeltreppe. Die sieht auch ganz filigran aus. Ganz neue Bauweise habe ich auch nie in der Art irgendwie gebaut. Wobei, das ist auch die einzige Stelle, wo ich bei dem Bauen ein bisschen gekämpft habe. Weil diese ganzen, was auch immer das ist das Gelände am Ende, ne? Ja, ja. Machst du hier einen dran und drückst ein bisschen fester, weil du willst es ja exakt ausrichten. Mhm. Es ist nicht immer so viel Platz, dass ich es exakt ausrichten konnte. So ist es ganz gut. Aber da sind mir abends immer wieder eine abgefallen, aber ja. Wendeltreppchen. Hier hinten auch schön verziert. Hinten keine Fliesen. Das stört mich ein bisschen. Kenne ich. Was denn? Ja, dass der Brick hier ausgerechnet hier ist mit dem gelben Ding. Da hättest du noch die Verzierung ein bisschen. Ich bin gespannt, wo der innen hinführt. Ne? Dass das jetzt ein gelber Pin sein muss, es stimmt. Das Gelb ist komisch. Nicht so schön. Ich hätte jetzt, wenn es jetzt hier drüben auch gewesen wäre, hätte ich gesagt, das ist Teil der Deko. Ja. Aber so, nee. Ja. Nee. Und hier sind graue Pins. Bin gespannt, was die dann machen. Hier auch. Weil die pinnen irgendwas. Ja. Das ist schön hier. Das passt ja exakt rein. Ne? Diese Brick Arches sind ja innen hohl und da haben sie jetzt einfach das Zaunelement rein und das greift schön ineinander. Ist eine schöne Verzierung. Schöne Bautechnik. Okay, jetzt will ich reingucken. Mach du das deins. Mach ich's nicht kaputt. Ich wollte gerade sagen, wenn, dann mach ich's kaputt. Aber das geht, es hält gut. Ich hab's hierher gefahren. Das ist, gibt nichts zu meckern. Ne? Schön. So. Die Decke ist jetzt so hoch, dass man nicht so gut rein. Dann machen wir doch die seitlichen Wände ab. Das ist so konstruiert, dass du, also hier zum Beispiel, wir können ja hier mal anfangen, das kannst du einfach hier so, das untere Stück ist natürlich mit, das ist mit der großen, das kannst du so abmachen. Wie bei den Zigarrenhäusern, jawohl. Ja, aha. Und dann extra für den Bartosch, damit er da ordentlich reinhalten kann. Ja, der wird da trotzdem nochmal Detailaufnahmen machen. Okay, wir haben eine Couch, wir haben. Ich bin mir nicht ganz schlüssig, was das ist. Das sind Dolche an der Wand. Ja, das ist ein Teeservice, so ein chinesisches. Okay, das ja noch, aber dieser Tisch ist krass. Der ist, ja, also. Er sieht aufregend aus. Bling-Bling jedenfalls. Ich kann es nicht genau sagen, was es ist. Ganz viel Bling-Bling. Fehlt mir ein bisschen die Fantasie der Leuchte. Und das ist das. Und von dieser Seite? Können wir hier so reinschauen. Okay. Ordentlich gekachelt. Das sieht auch kompliziert gebaut aus hier. Ja, das sieht aber nur so aus. Da können wir gleich in die Bauanlage nochmal reingucken. Das ist sehr stabil. Okay, also wir haben hier einen Eingangsbereich. Hier ist viel Platz. Es geht dann hier in den anderen Raum und in den Erker. Tür auf. Jawohl. Und das hier ist auch. Was ist denn das? Ach, hinter der Tür steht erstmal irgendwas. Das kannst du aber. Ich weiß nun, bin mir auch nicht ganz sicher, was. Okay. Warum? Okay. Das ist spannend. Also es ist ein spannendes Play-Feature, aber ich weiß nicht genau, ob das was Sinn macht oder was. Ja, gut. Spannend auf jeden Fall. Und dann kann man da durchgehen und kommt dann über die Treppe weiter nach oben, über die Außentreppe. Genau. Und die Dinge kannst du. Das wird jetzt schwierig. Ich würde es hier drüben anbringen. Jetzt kommt er wieder, weißt du? Kannst du mich einmal in dem Video nicht bloßstellen? Jetzt mach ich es hier.
Das ist unglaublich. Ich will dich doch gar nicht. Ich bitte doch nur helfen, Micha. Ja, will mir nur helfen. So. Bevor wir jetzt die nächste Etage machen, ja, der Tisch fällt ab. Gucken wir gerade nochmal hier das Ding. Also. Bauanleitung. Okay. Also weil du sagst kompliziert oder das ist wirklich saustabil mit diesen runden. Diese runden Dinger hier. Warte. Ja. Und du hast so ein paar Etagen, dann setzt du da diese. Kenne ich in der mittelalterlichen Mühle, jawohl. Diese Dinge da auch. Ja. Sauber drauf. Ja. Mhm, schön. Das Ding ist super stabil. Schön. Da gibt es nichts zu wollen. Das gleiche Element ist hier oben dann wahrscheinlich nochmal, ja, das ist super stabil, da hast du recht. Und du baust dann diese einzelnen Uhren, setzt dann die Fenster davor. Toll. Das Einzige, was mich gestört hat, wo ich vielleicht was falsch gebaut habe, könnte. Ach, du baust nichts falsch. Ich habe diese Dinge, die sind hier in der Mitte auch. Mhm. Über diesen Technik-Pin. Ja. Technik-Achse. Ja. Den obersten hier, den habe ich wieder abgemacht. Weil ich konnte das Ding nicht so hier dran machen, dass der Eingang hier ist. Also als ob der Technik-Pin sich ein bisschen um einen Mühe, sage ich mal, nicht an der richtigen Stellung steht, damit ich. Der ist ja unten auch in einem. Das Ding ist unten auch in dem drin, in Technik. Das heißt, das lässt sich nicht drehen. Ich merke schon, ich muss mir das Set einfach auch kaufen und dann kann ich dir sagen, ich weiß nicht, ob ich mich da einfach verbaut habe. Ich konnte diese Verbindung praktisch nicht hier im rechten Winkel hier anbringen, weil das mit diesem Teil drin noch so gestanden hätte. Okay, verstehe. Habe ich mich irgendwie ausgedrückt, dass man es versteht? Ja, also schon. Also wenn ihr es nicht verstanden habt, tut mir leid. Schick hier auch mit den Slopes hier schön geschlossen. Gefällt mir. Die Dinge habe ich auch irgendwo verbaut. Ja. Die habe ich noch gar nicht gezeigt, oder? Habe ich schon gezeigt? Nee, habe ich nicht gezeigt. Die hast du schon gezeigt. Ich wäre alt. Was? Du bist alt. Schauen wir zum Obergeschoss. Das habe ich gehört. Obergeschoss. Machen wir das Dach ab? Machen wir das Dach ab. So. Obergeschoss. Ich sehe schon, auch hier kann man bestimmt. Bist du mir so voreilig? Ja. Herrlich, das finde ich toll. Kann man reingucken. Da hängt ein Ventilator. Schön. Das ist der gelbe Pin. Eine Ritter mit, also eine Rüstung hier. Also das ist kein Geld, das ist kein Pin, das ist nur so eine vierer Technikachse. Das Gelbe, was da rausguckt. Okay. Hätte jetzt natürlich auch, sagen wir mal, Dark Bluish Grey oder sogar Dark Red sein können, aber es ist halt gelb. Gut. Ritterchen, da standen zwei, wo ist der zweite Ritter? Ein Schreibtisch. Da vorne ist auch nochmal einer eben. Fensterchen. Ein Torso. Ein bisschen Waffen hängen drin wieder. Bricks, jawohl. Ah, das sind noch die Schilde quasi als Aufkleber. Hier ist praktisch eine Theke, ne? Mit Spuckschutz. Corona. Was eine Tür ist, ne? Ja. Eine Tür senkrecht. Das heißt, das hier ist so der administrative Bereich mit Schreibtisch und so, wo dann halt hier nur der Angestellte, der Besitzer hinkommt und nicht der Kunde. Und hier hinten haben wir noch. Ja, ich würde sagen, so eine Abstellkammer. Und das hier ist der Eingangsbereich. Also hier kommt ja die Treppe an. Ja. Und hier geht es dann rum. Und hier, durch diesen, was haben wir denn jetzt? Zeitschriften oder irgendwelche Schriftrollen? Das sind übrigens die Sticker, die ich aufgebracht habe. Ja. Ne? Also die Schilde von den Ritter, diese Kistchen und die Uhren. Jawohl. Das waren die. Und durch den Raum kommt man dann hier auf den Balkon mit dem Springbrunnen. Also in Trans Dark Blue habe ich dieses hier, glaube ich, noch nicht gesehen. Vielleicht gab es das mal in irgendeinem Brunnen. Oh. Auch der Brunnen ist nur mit einer Technikachse da drin verbunden. Jawohl. Und ist jetzt kein Klapperding, sondern du siehst, es ist stabil. Stabil, ja. Es ist gut gebaut, das ist auch wieder hier. Können wir schön sehen. Mit dem runden Teil, mit diesen, wie nennen die sich eigentlich? Diese schwarzen. Viere, weißt du, diese so Runde. Das hast du mir noch nicht. Du erzählst mir wieder, wie die Teile heißen. Aber wie heißt denn das Ding überhaupt? Du weißt, was ich meine, diese, die mir da auf das Runde draufgesetzt hat. Margo, wo ist es? Hier. Diese. Haben die einen Namen? Also ich.
meine jetzt diese Teile, die haben hier vier Noppen, zwei rechts, zwei links und in der Mitte haben sie eine Technik, eine Aussparung für die Technik. Ich bin versucht zu sagen, es ist ein Liftarm, aber es hat Noppen nach außen, auf die man dann bauen kann. Deswegen ist es kein klassischer Liftarm. Es gibt da draußen ein paar Profis, die werden es ja schon noch sagen. Genau. Aber die machen halt unglaubliche Stabilität hier rein auch. Ja. In den Brunnen. Schön. Also wir haben Antiquitäten im Erdgeschoss und im Obergeschoss und auch einen Bereich für den Inhaber. Bauweise. Viele Sachen hier sind nicht einfach von unten nach oben gebaut, sondern du baust Teile, die irgendwie, keine Ahnung, Beispiel, so aussehen und dann setzt du an das Gebäude. Mhm. Du baust Wandteile, die sehen zum Beispiel... Das ist jetzt mal, wenn wir das so gut hätten wir es vielleicht mal ankreuzen können. Du baust... weißt du, was ich meine? Du baust, wie bei vielen Häusern, baust du einfach von unten oben. Ja. So. Und hier hast du dann einfach, dass du, ich sage jetzt mal hier so ein L hier hast. Also das hier plus das hier. Und das wird dann komplett draufgesetzt. Okay. Solche Dinge hast du immer wieder, dass du einfach nur Stellwände dir einzeln baust und dann da draufsetzt. Ja, in Ordnung. Ne? Ist also auch nicht einfach nur von unten nach oben. Jawohl, bleibt zum Schluss noch das... Habe ich dann die richtige Stelle gemacht? Ja. Bleibt zum Schluss noch das Dach übrig. Da haben wir noch so ein schönes Türmchen. Das ist jetzt nicht so spektakulär. Können wir es gerade mal von unten zeigen. Ich finde den Turm aber schön. Also du hast hier verschiedene Plates. Die tust du dann mit den Dark Bluish Gray Plates zusammenhalten. Und hier ein Türmchen. Mehr ist da eigentlich nicht. Bisschen Verzierung hier, die sind eigentlich auch ganz nett gemacht. Ja, auch hier vorne. Das baust du praktisch auch. Das Teil hier vorne baust du separat und dann setzt es komplett drauf. Okay, ja, das ist durchaus mal was anderes. Ja, schön. So, Marco. Ja. Dann war da noch dieser Beutel bei. Oh ja. Dieser Beutel steht nicht in der Anleitung. Das ist nicht beschrieben, was ich mitmachen soll. Aber auf dem Karton steht. Der steht nicht immer mit drin, dass es mit drin ist. Das Einzige, was ich gesehen habe, steht hier auf dem Karton. Kann ich mal die Anleitung machen? Ja, nimm mal die Anleitung. Ist hier nochmal deklariert. Beleuchtung. Verschiedenste Teile. Jetzt habe ich mir gedacht, du bist der Fachmann. Du kannst mit mir da jetzt mal ausprobieren, was das ist und wie es funktioniert. Was hältst du da davon? Weil es gibt, wie gesagt, keine Anleitung, es gibt nichts. Also das ist wahrscheinlich nach freie Schnauze packst du da... Man kann es beleuchten. Okay. Das sind hier so Tütchen. Hier sind Batterien, habe ich reingemacht. Ich habe damit noch nicht gearbeitet. Ich gebe es auch. Also wir haben hier sehr dünne Kabel, mit denen man halt super zwischen irgendeinem Brick durch, also zwischen zwei Bricks durchkommt. Muss man aufpassen, dass man sie nicht irgendwie abknickt, weil je dünner, desto fragiler. Und haben hier winzige Stecker. Also das einzige das mit so dünnen Kabel hatte ich bei dem Zingbao Romantic Heart. Da waren auch so ähnlich. Ne? Und das hier, das sieht mir so ein bisschen aus wie so ein Hub, weil du hast ja hier sechs Stecker. Und das hier, das hat auf der einen Seite, auf der anderen Seite einen Stecker und hier in der Mitte. Das gelbe Ding könnte hier Licht sein. Irgendwas muss hier auch brennen, oder? Guck doch mal. Alter, zum Glück bist du noch so jung. Ich würde das da reinziehen. Ja, ich mach's richtig rum und dann geht's auch. Oh ja, das mal. Ist das Xenon? Ach du Scheiße. Ja, also Entschuldigung für die Worte, aber das ist hell. Wow, das ist hell. Das ist richtig hell. Okay. Also wir haben hier einen Ausschalter und drei AAA-Batterien hast du reingepackt. Ja. Jetzt gucke ich noch mal, was haben wir denn hier? Hier ist noch so eine Leiste. Gut, die haben wir zweimal. Mit einem Kabel. Pack du mal eine aus. Also erst ein langes Kabel und dann so eine Leiste hier. Das hier sind nur Verlängerungen, würde ich mal behaupten. Weil das sind nur Kabelchen mit zwei Steckern auf beiden Seiten. Ja. Alter, auch sehr hell. Und das hier ist kaltweiß, ne? Also das andere ist, sagen wir mal, warmweiß, würde man jetzt sagen, wenn man so Lampen kaufen würde. Marco, wie befestige ich denn die? Also das hier okay, das kriege ich ja schon irgendwie noch hin, weil es ein Blade ist. Aber was mache ich denn damit?
sieht mir aus, als wäre da. Und jetzt kann es kleben. Das ist eine Klebefläche. Das heißt, dieses super, super lange Ding, das könnte man jetzt hier so einmal quer irgendwie an der Decke oder an der Wand festmachen. Vielleicht, ich meine, ich kenne solche LED-Streifen irgendwie von schwedischen Einrichtungshäusern oder so. Teilweise kann man die dann auch kürzen. Du kürzt da jetzt gar nichts. Wir wollen das mal probieren. Nein. Was meint ihr? Also vielleicht geht's auch nicht. Ich kürze dir auch gleich was, mein Freund. Ich kürze mir. Du, diese LEDs werden richtig warm, ne? Also ich meine jetzt nicht so warm, dass ich mir wehtue, aber ja. Man merkt, die haben richtig Power. Also das gut. Ist mal hell. Also das, den würdest du irgendwie an die Wand. Pass mal, acht. Ich habe irgendwo, habe ich was. Hier, guck mal. Hier habe ich zwei Trends, Clear, vier Blades. Und in der Mitte vier runde Einser in Trends Yellow. Und wie nennst du das so schön? Ja. Wenn das noch irgendwie, dann könnte das, wäre doch was. Dann würde diesen Trends-Clear-Geschichten da auch einen Sinn machen. Ja, das. Ich kann es jetzt hier außen dran bauen, aber ich glaube, hier drauf kann man nicht nochmal was machen. Aber wenn man das jetzt einfach mal so hier. Gut, das ist jetzt vielleicht genau da im kleinsten Raum vielleicht ein bisschen Verschwendung. Und wenn dann alles herum? Ja, andersherum. Die Blade muss ja noch. Ja. Nee, das geht dann aber nicht, weil man hier auf der Unterseite ja, glaube ich, nichts anbringen kann. Okay. Aber man kann ja einfach mal nur das eine an der Decke festmachen und gucken, was das mit der Beleuchtung anstellt. Wenn ich mal jetzt das eine hier so reinsetze, ja, nur mal so. Ja, genau, machen wir so. Und dann drehen wir das mal so rum und dann setzen wir das mal so drauf. Das ist natürlich bei uns hell. Das ist schwierig. Okay, ja, aber die sind hell und da kannst du richtig was beleuchten. Ich find's gut und ich werde mich dann alle Ruhe zu Hause mal dran setzen und werde mir da was zurecht basteln. Gut, vielleicht bastelst du auch woanders da rein. Ja, also wir haben hier einen Batteriekasten, wo ein Kabel rauskommt. Das Kabel könnte man jetzt verbinden mit so einem Hub, wo man dann alles andere dranhängen kann. Zweite, was haben wir hier? Das ist nochmal so ein Band. Hier, das sind zwei solche Bänder. Das heißt, wir haben insgesamt drei solche Bänder. Hol die mal raus, das sieht doch aus wie das zwei, das ist doch so doppelt. Moment mal. Das sind? Zwei. Das heißt, wir haben drei von den Bändern. Ja. Eins von denen. Ja. Ein Verteiler. Und noch zwei Verlängerungskabel. Ja. Gefallen. Ja. Da habe ich noch was zu machen. Hast du noch was zu tun? Okay. In der Anleitung wird es nicht gezeigt, hast Gar du gesagt. Nein, das ist nicht immer erwähnt, dass es dabei ist. Hier steht was von einem QR-Code für eine App, aber vielleicht ist es doch nur die Bauanleitung. Ja. Man weiß es nicht. Ja. Müsste man testen. Und bau du noch ein bisschen, spiel noch ein bisschen, gib mir mal, ich sag mal, was ich hier gebaut habe. Das ist ein schönes Gebäude, das gefällt Find mir. Finde ich auch, gell? Der Antiquitätenladen von Mold King, die 16005 mit 3050 Teile. Der Preis ist bei 129 Euro im Moment. Die Abmessungen sind 25,5 mal 25,5, also Standard, ne? Und eine Höhe von 34. Das Ganze ist inklusive LED-Beleuchtungen und du bräuchst also, damit es funktioniert, noch dreimal AAA-Batterien. Das Bauen war ein guter Durchschnitt, also wirklich. Ja, nichts zu meckern. Der Gelände hinten ja, hat mich so ein bisschen, aber auch nicht, dass ich da versucht habe. Also ich meine, die Treppe an sich ist nicht entspannt zu bauen, so sieht sie zumindest aus. Das sind viele einzelne Teile, das ist auch nichts, wo man jetzt irgendwie so die Minifigur groß drauf drücken sollte, dann fällt die Treppe auseinander. Aber es ist halt auch eher ein Modell für ein Diorama, Vitrine. Die Farben mag vielleicht der eine oder andere denken, okay, weiß nicht, mir vielleicht zu viel Farbe. Ja, ich habe es am Anfang auch gedacht, oh, vielleicht eine Farbe zu viel. Sand Green mit diesem Dark Orange so als Sandsteinton mit drin, finde ich als Kombi gar nicht schlecht. Light Bluish Gray und Dark Red finde ich im Zusammenspiel auch sehr gut. Es hätte jetzt nicht noch Dark Green dabei sein müssen. Das denke ich halt auch. Das Gebäude lässt sich auch mit anderen Gebäuden verbinden. Hier an der Stelle ist es halt tatsächlich nicht so tief wie andere. Aber hier drüben hat man dann wieder die zwei. Also Standardmaße passt neben andere Modular Buildings. Prima. Ja. Vielen Dank fürs Mitbringen. Du hast mir den Mund wässrig gemacht.
Kannst du mal drüber nachdenken. Mhm. Ja, für heute war es das damit schon aus dem Noppenstein-Studio. Noppensteine und Anleitungsbücher kann man nie genug haben. Demnächst gibt es noch mehr. Wir wünschen euch viel Spaß beim Bauen. Und das macht wirklich Spaß. Also das. Da habe ich gestern Abend noch zu meiner Frau gesagt, das hat richtig Spaß gemacht. Wirklich.